Servus Leute, wie geht's euch heute? Spitz wieder eure Lemmingmanns und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftserobohrung. Heute wollen wir uns diese Festung mal einmal gucken, was die so auf dem Kasten hat. Diese Festung, wurde mir gesagt, ist die Festung der Schwächlinge, so wird sie jedenfalls genannt. Und ja, fängt auch schon gut an. Wir haben Takra, den Kümmerlichen, als Oberherrn. Gucken mal, wie kümmerlich der Kollege eigentlich so ist. Eigentlich so an sich. Bis auf die Furcht vor Hinrichtung ist der eigentlich ganz solide aufgestellt, eigentlich mit so einer, lass mal gucken, hier sind wir bei 14 zu 5, ja, ist jetzt kein super starker Uruk, aber schlecht ist er dementsprechend nicht, nur die Furcht vor Hinrichtung gibt ihm halt schon wirklich den Namen, der Kümmerliche. Warum der Beleibte jetzt hier in der Festung ist, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Oh, ja, gut. Das ergibt natürlich Sinn. Ich finde, das ist gar keine schlechte Idee, einfach wirklich Uruks reinzuhämmern, die halt teilweise wirklich ein bisschen scheiße sind, nicht? Weil das ist halt wirklich, man muss wirklich sagen, das sind zwei Benommenheiten, die den halt echt maximal zerstören. Griecher, der Verlorene, ja gut, wenn man ein bisschen lost ist, ne? Mit dem hysterischen Herr kann man mitarbeiten, ne? Der ist aber tatsächlich, hätte ich ihn fast schon gar nicht so als so schlecht eingeschätzt. Wenn man natürlich sagt, okay, der Verlorene und das im Sinne von, der ist ein bisschen, ja, scheiße, dann kann man das natürlich auch so ansehen. Der Mutlose passt sehr gut dagegen, finde ich, rein. Und auch mit dem, ja, Mutlose, das passt super. Panische Angst vor Morgenfliegen, Furcht vor Samen, ach du Scheiße, Erschöpfung erschüttert, der Herr, Lecco Mio, der hat alles, also der passt hier wunderbar rein. Der Jammerer, ja, 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 warum nicht? Er jammert halt über seine Schwäche rum, ne? Auch wenn die tatsächlich, sage ich jetzt mal, da wird er jammern auf hohem Niveau, weil eigentlich so schlecht sieht der Kollege gar nicht aus. Ja. Der Kümmerliche passt wieder mal super gut. Es gibt aber auch Schwächlinge. Das fände ich geil, wenn es noch ein paar extremer Weichschädel. Ja, das passt. Das ist auch wieder so einer, den. Ja, der passt richtig gut. Der Schüchterne. Lass mich panische Angst vor Grauks. Also hier hat er wirklich sich da mal geguckt, dass er wirklich auch ein paar Schwächlinge reinpackt. Wo dann der Name nicht unbedingt immer so auf die, auf das Thema zurückkommt, was gar nicht schlecht ist. Bei manchen, also bei den Verlorenen, bin ich mir ein bisschen uneins. Und bei dem Jammerer, wenn man natürlich dann sagt, okay, wirklich, der Jammerer ist ein, ja, der jammert, weil er halt schwach ist, wird schon Sinn ergeben, ne? Dann gucken wir einfach mal, was denn noch so in dieser Festung vorhanden ist, ne? Let's go. So, ihr Lieben, dann stehen wir jetzt vor der Festung und gucken uns natürlich auch mal an, was hier denn so eigentlich uns alles geboten wird. Mir fällt auch wieder ein, ich muss auch wieder ein bisschen mehr Bannerlord machen. Das werde ich heute auch noch in Angriff nehmen. Aber ich habe mir heute gedacht, erste Mal heute eine Runde Schatten des Krieges. Ne? So, was haben wir da? Einmal den Fassausschaber. Super Idee. Der sieht auch geil aus. Eigentlich so von der Rüstung, finde ich, sieht der extrem gut aus. Aber bei Fassausschabern, das könnt ihr euch merken, für alle, die neu sind. Fassausschaber, das sind wirklich die letzten eigentlich. Das sind wirklich die schlechtesten Uruks teilweise, die man sich vorstellen kann. Im Nahkampf können die vielleicht manchmal was reißen, aber die haben so viele Schwächen, das ist unglaublich. Das macht seinen Ulten nur noch Kacke. Und das sieht man bei dem echt gut. Was haben wir hier noch? Ein Schwachknochen. Geiler Name. Passt auch gut. Ich mag die Rüstung extrem gern von denen. Sehr, sehr geil. Ich fände es ja geil, wenn diese Rüstung auch vererbt würde. Also wenn die jetzt noch so... Ihr wisst, was ich meine. Wenn die jetzt noch so Köder hätten, dass die Rüstung übernehmen. Aber tun sie, glaube ich, nicht. Espenlaub passt auch. Espenlaub, das sind auch so welche. Das kann okay sein. Es kann aber auch richtig scheiße sein. Und Espenlaub, kann man sich zittern wie Espenlaub. Der Schwächling, geil. Die haben beispielsweise immer diese Rüstung an. Lass mich mal überlegen. Wie hießen dieser eine da? Boah. Redback, genau. Redback, der Schwächling. Oder Redback, der Schwächste hieß er sogar. Krasser Name. Ja, sein Name ist Programm. Bei dem ist halt auch, hier guckt euch das mal an, das ergibt natürlich Sinn, warum das ein Schwächling ist, ne? Drei Benommenheiten. Der Bettler. Bettler sind auch tatsächlich ziemlich scheiße in dem Spiel. Man sieht, es ist hier echt das Paradebeispiel. Tödliche Flammenwerfer, furchtsam, Bestienfutter. Hier auch durch alles Mögliche wieder benommen. Geil. Super cool ausgewählt teilweise. Also ich erwarte jetzt hier nicht, dass das sonderlich lang dauern wird. Der Erschöpfte. Furchtsam. Das ist natürlich auch krass. Ja, passt auch zu einem Schwächling, wenn der so einen Erschöpfter hat. Der Mickrige. Die Mickrigen sind auch nicht immer sonderlich gut. Saugeil. Ich find's halt so krass, wie manche, also manche Uruks, die haben echt ins Klo gegriffen bei ihren Namen. Der Narr ist ein bisschen schwierig, weil ich persönlich, ja gut, wenn man halt sagt, okay, ein Schwächling, ja, der Narr,
würde ich halt nicht unbedingt immer so als so einen ansehen, weil nämlich ich weiß aus Erfahrung, dass viele Narren sogar ziemlich stark sein können. Der Höhlengnom, ja, der ist auch ein Lappe, so wie der aufgestellt ist. Höhlengnome sind aber nicht von Natur aus, ne? Der Hirnlose, ja, der passt auch gut von dem sein, von dem seiner Statistik her. Rasch, der Verbitterte. Würde ich tatsächlich nicht unterschreiben. Den hätte ich tatsächlich rausgenommen, weil nämlich Verbitterte können extrem stark werden. Da habe ich wirklich schon sehr, sehr viel Erfahrung mit denen gesammelt. Panische Angst vor Flüchen, ja, das ergibt natürlich, das ergibt auch Sinn, wenn man da so die Schlechteren noch so reintut. Finde ich persönlich auch sehr geil gemacht bis jetzt die Festung. Es gibt ein paar, wo ich tatsächlich nicht mit einverstanden bin, aber das ist halt immer so das gegenseitige Erlebnis. Ich meine, ich weiß ja auch nicht, wie die sich im Kampf anstellen, ne? Das ist jetzt von alles von außen betrachtet, was ich hier gemacht habe. Kann einerseits gut sein, kann aber auch extrem scheiße von mir gewesen sein. Ihr wisst, was ich meine. Was ist denn das für einer? Au! Oh shit. Was ich natürlich auch sehr gefeiert hätte während der Festung, wäre natürlich, wenn das auch wirklich eine. Wenn die Festung auch als Lappen, also wirklich auch so als Lappenfestung aufgestellt wird. Also, dass die wirklich mit allem überfordert sind, gefühlt. Also wirklich, weiß gar nicht, haben die auch hier so Holz. Haben die so, nur so Holzbarrikaden? Die haben tatsächlich, die haben auch nur so Holzbarrikaden. Wie geil ist das bitte? Das war kurz die Belagerungsverbesserung. Ach nee, die haben es gar nicht. Also, wenn die tatsächlich diese, sage ich jetzt mal so, natürlich auch eine Festung der Schwächlinge kann natürlich auch so aufgebaut sein, dass sie eine besonders gute Verteidigung haben. Also was Verteidigungsanlagen angeht, aber ansonsten halt total, die Krieger halt total für den Arsch sind, ne? Und sie deswegen. Aber das, da würde ich sagen, da ist Freiraum für Interpretation. Au! Beißschädel, yo! Es gibt halt auch bestimmte Benommenheiten und auch bestimmte Schwächen, wo ich auch echt unterschreibe, ohne Scheiß, das sind Lappen. Das sind zu Deutsch wirklich Lappen dann daraus. Die Uruks kannst du dann teilweise echt fast gar nicht mehr verwenden, weil wirklich, auch egal wie stark die sind, das sind so Schwächen teilweise, die kommen immer rein, die und die versauen wirklich den Uruk letzten Endes. Da gehört entflammbar dazu, gehört kränklich sogar dazu. Das sind manche Sachen, okay, die können sogar ein bisschen von manchen Uruks kompensiert werden. Aber auch dieses hysterische Heer, das ist echt eine Katastrophe eigentlich für einen Uruk-Häuptling. So, Moment schon mal, ich muss hier mal kurz durch hier. Autsch, dankeschön, dass man mir wehtut, ihr Arschlöcher. Der kriegt jetzt auch eins aufs Maul hier. Alles klar, der Schwächling sitzt so sauber. Saugeil. So, Furcht der Kobold, ja geil. Der Name ist auch gut. So, hier entkommt keiner. Yo, wie der brennt, der Kollege hier. Die. So. Das wird jetzt hier keine Festung sein, die wirklich großartig, sage ich jetzt mal, eine große Herausforderung darstellt. Gut, das ist okay. Das kann natürlich sein, dass der wirklich halt, wenn es natürlich geplant war, dass das kein sonderlich guter Kämpfer ist, dann ist es natürlich auch wieder so eine Art Schwächling, ne? Und das ist dann natürlich auch wieder geil. Macht's halt auch wieder. Ich würde sogar beim Jammerer echt davon ausgehen, dass du den deswegen reingesetzt hast, ja. Aber wie gesagt, Jammerer sind nicht immer Schwächlinge. Das ist dann halt auch immer so tatsächlich bei vielen Uruks relativ subjektiv betrachtet. Manche sind halt wirklich zum Kämpfen da, manche sind zum Sterben da. Da kann man halt nichts gegen machen. Man braucht halt beides. Mann, verreck du Sau! Das ist auch mal wieder so entspannend, so wenn man dann auch mal wenigstens mal eine Schlacht hat, wo man dann nicht sich halb in die Hosen kackt, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, boah, scheiße, die bringen mich jetzt hier um. So.
Das Gefährliche ist halt wirklich bei Uruks, wenn die halt durch so vieles benommen sind. Ziert euch doch nicht so. Aber du warst so schüchtern. Ändern wir das. Okay. Ich werde dein Gesicht abschneiden und dich damit ersticken. Nee. Ich hab nicht ewig Zeit, ihn zu töten. Alles klar. Was aber auch auffällig ist, ist, dass tatsächlich nicht sehr viele Orlocks hier dabei sind. Auch nicht sehr viele Schildträger. Aber das kann der Eindruck, sage ich ganz ehrlich, der kann auch trügen, weil es gibt natürlich deutlich mehr Uruks, die so schwächlicher sind, die so ein bisschen dürrere Statur haben. Aber selbst dieser Mann, der war doch tot gerade eben. Was geht denn ab? Zombie-Uruk! Stirb, du Sau. Ja, okay. Also vom Kampfgeschick muss man auch echt sagen, gibt es auch bestimmte Uruks, die echt für den Arsch sind teilweise. Hier ist das Paradebeispiel gewesen, der Narr. Auch der Jammerer. So. Oh, cool. Das war sogar ein Brecher. Der ist sogar so geil. Naja, egal. Cool. Habe ich mir sogar jetzt, glaube ich, entweder habe ich ihn jetzt tot geglitscht oder so. Keine Ahnung, aber ist ja auch wurscht. Die Stacheln finde ich natürlich eine geile Idee für so eine Schwächling-Festung. Die wissen, dass es Schwächlinge sind beispielsweise und wollen ums Verrecken nicht, dass einer bei denen reinkommt. Das ist natürlich eine sehr interessante Idee. Finde ich auch persönlich gar nicht mal so finde ich gar nicht schlecht. Finde ich sogar ziemlich gut. Da fällt mir gerade ein. Aua! Hau ab, Mann! Du musst hier nicht sein. Ich will eingestehen. Ja, jetzt haben wir das, was ich haben wollte hier. Gib mir mal einen den Grauk. So, jetzt machen wir es mal aus die Art und Weise. Genau. Jetzt gibt's eins aufs Maul hier. Ich habe gedacht, die hätten alle irgendwie Bestienfutter oder so. Scheint nur der da. Aber hier, die halten sich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, auch selbst ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Oder ich muss einfach auch mal meine Uruks mal ein bisschen auswechseln wieder. Uff, kämpfe weiter hier. Was soll denn der Scheiß? Jetzt gib ihm doch mal aufs Maul hier. Du meine Fresse. Das ist ja fast schon peinlich. Was willst du? Ich werde dir die Ballade von Qual und Schmerz beibringen. Okay. Nee. Gib ihm! Wo ist jetzt mein Grauk hin? Ah, der ist weg. Okay, scheiße. Man muss natürlich auch sagen, es gibt auch bestimmte Uruk-Kombinationen, also was Fähigkeiten und Stärken angeht, die sind halt echt für den Arsch. Dann teilweise, das muss man halt wirklich mal so sagen, es gibt wirklich Uruks, da guckst du dir die an und denkst so, okay, eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann guckst du dir wirklich die Statistik an und denkst dir so, what the fuck. Weil es halt auch wirklich manchmal sinnlose Kombinationen sind. Beispielsweise, es ist wirklich Nonsens dann teilweise. Was gibt's denn da beispielsweise so, wenn einer nicht immun gegen Feuer ist oder sogar entflammbar ist und er hat als Eigenschaft Feuer her und dem sein ganzes Gefolge hat irgendwie gefühlt eine Feuerwaffe und der auch, dann ist das halt einfach ist halt scheiße, ne? Das ist dann halt richtig scheiße. Gib ihn Saures, hier, stecht sie! Yo, einfach mal das Genick gebrochen. Das hat man richtig knacken gehört, ey. Genick knacken und danach nackig auf seine Leiche kacken. Ich schlitz kurz den hier auf, ne? Bolk der Erschöpfte. Du ahnst echt nicht, wie viele von deiner Sorte ich getötet habe.
Das wird langsam langweilig. Geiles Geschwätz, cool. Aber glaub mir, das hat sich erledigt. Endlich eine Veränderung. Ich brauchte dringend mal etwas Neues. Auch cool. Geiler Abzug. Cool. Wusste ich gar nicht, dass die Erschöpften so ein Geschwätz raushauen können. Richtig geil. Aber da wird eher der Gelangweilte passen. Ja, gut, ist halt so. Es ist halt so, was willst du machen? Ich muss jetzt mal kurz die Jungs hier wieder beleben, ne? Oder auch nicht. Auch nicht schlimm. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Du solltest von nun an lieber aufpassen. Mein Geist wird dich immer verfolgen. Alles klar. So, genick durch. Einmal Kopf ab, genick durch, so wie sie es gehört. Vorsicht, er hat den Hauptmann getötet. Den Hauptherrn um. Obernherrn, Oberherrn, so. So, da. So. Moin, Servus, alles fit? Alles gerade in der Marmelade? Komm rein, komm rein. Ich wollte diesen Raum sowieso umdekorieren. Und deine Eingeweihte passen hier perfekt rein. Das Einzige, was diesen Raum schmücken wird, ist dein Blut. So. So, le. Geben wir hier mal saures kurz. Hab ich jetzt mal Bock drauf gehabt. Scheiße, oh, das Gift giftig. Nee, du. Mal gucken, ob ich das noch in der Zeit schaffe. Das wäre ja super geil. Alter, wenn ich das jetzt schaffe. Nur noch 5, 4, 3, 2. Scheiß mir ins Essen. Kacke. Fast geschafft, wenn das Arschloch jetzt nicht zugeschlagen. Ah, wurscht, das schaffen wir. Das schaffen wir wenigstens mit Silber. Ich hätte zwar gern das mit Gold sogar geschafft, aber dafür wurden wir zu lang durch diese Dingsbauern aufgehalten. Jetzt hätte ich mir auch Zeit lassen können. Ah, ist ja wurscht. Was ist bloß schiefgelaufen? Ich wollte eigentlich die Festung behalten und dich dabei aufschlitzen. Tja, doof gelaufen, ne? Jetzt musste ich halt damit abfinden. Aber ich wollte dich eigentlich schon ein bisschen schneller getötet haben. Aber was soll man machen? Meine Lieben, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, bleibt dabei. Macht's gut, eure Lemmingwanze. Und gebt unbedingt mal in die Kommentare an, welche Uruks ihr vielleicht sogar ersetzt hättet. Weil, oder wie ihr das seht, ich würde mich riesig über eine kleine Diskussion freuen. Wäre sehr, 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 sehr geil. Und dann haut rein, bleibt dabei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schmeißt den verschissenen Kopf runter. Und... I'm all. Ciao.